Hallo und willkommen bei dieser Folge von Relaxes Urbex. Bin früh losgefahren. Jetzt bin ich in Hessen mitten in einem Wald. Und zwar will ich zu einer Burgruine, und zwar zu der Burgruine Brandenfels. Die liegt hier mitten im Wald. Die will ich mir mal ansehen. Also bleibt dran, wird bestimmt interessant. Wenn ihr den Weg hinter mir seht, der ist eine Katastrophe. Weil hier sind halt Holzfällerarbeiten und Gummistiefel werden angebracht. Aber die liegen natürlich in 2 Kilometer Entfernung im Auto. Ich habe mir die Burgruine einfach aus meinen Unterlagen rausgesucht. Ich war schon vor ein paar Jahren da. So richtig was drüber weiß ich auch nicht. Deshalb hoffe ich mal, dass ich da so ein verräterisches Schild finde, dass ich euch was dazu erzählen kann. Das sieht doch schon besser aus als Weg und nicht diese rüde Matsch, wie ich sie gerade hatte. Ich weiß nicht, wie man sehen kann, aber hier ist im Prinzip ein Graben. Und das sind schon die ersten Ausläufer der Burg, der Verteidigungsanlage. Zu den richtigen Highlights kommen wir jetzt gleich noch. Erfolg! Da ist das Schild, auf das ich gehofft habe. Und zwar, was steht denn da? ...1248 über der Werra errichtet. 30-jährigen Krieg ist sie nicht zerstört worden. Und im 16. Jahrhundert ist sie langsam verfallen. Aha. Und das Betreten des Burggeländes ist wegen Einsturzgefahr verboten. Auch aha. Okay. So, ich sag ja, hier geht es dann langsam los. Zwar kein Loch im Zaun, aber man kann dran vorbeigehen. Hier muss man eine Brücke drüber geführt haben. Guckt euch das hier an. Der Pfeiler hat garantiert so 1,50 Breite. Hier muss man eine Brücke drüber geführt haben. Und ich bin jetzt quasi unten im Graben. Und dann wollen wir noch da hoch. Kann man es doch mal sehen. Eine Pfosten. Noch ein Teil. Und da oben drauf sind Mauerreste. Und da gehen wir jetzt. Normal ist das im Wetter, da sollte man an sich nicht hingehen, wegen Einsturzgefahr. Aber ich bin immer unterwegs. Die haben heute auch noch Sturmböen angesagt. Schauen wir mal. Die Nacht wird dann voll interessant. Hier haben wir einen Teil der Außenbefestigung. Noch ein Stück der Mauer. Da müssen wir hoch. Und gedenkt, wegen Einsturzgefahr, betreten verboten. Aha. Ich fand schon vorher, dass der Weg hierhin, hier hoch, seit dem Zaun, sehr gut in Schuss ist. Also, ich finde das Ding fantastisch. Dafür hat sich der Weg gelohnt, auch diese rüde Matsch da vorhin. Hier hat man noch ein Gewölbe verschüttetes. Da kann man oben auch noch teilweise die Löcher für die Balken sehen, für die nächste Etage. Mm-hmm.
So. So. Hier muss auch noch irgendwas drunter sein. Zumindest ein Fenster. Da geht es ganz schön runter. Da sieht man, da ist auch bogengemauerter. Da ist noch das alte Schild, was ich auch noch kenne aus von meinem ersten Besuch. Das war die Außenmauer, wo wir dran lang gegangen sind. Und hier haben wir dann noch mehr. Also ich finde das Ding fantastisch. Dadurch, dass hier Einsturz gefährdet ist und nicht viel gemacht wird, hat das Ding einen ganz eigenen Charakter entwickelt. Guckt euch das an. Das sind garantiert 5-6 Meter, die hier noch stehen. Mit Fenstern alles drum und dran. Ah, Fensterlöcher, sorry. Ich finde das toll, wie die das gemauert haben. Nicht hier diese großartige dicke Steine aufeinander, sondern die haben genommen, was sie hatten. Klein dazwischen. Also wirklich so Stein auf Stein. Wo wir jetzt stehen, war mal der Burghof. Und das da hinterm Grün, was ich gerade im Bild hatte, war der Palast. Und weiter vorne ist dann der Bergfried gewesen. Vor allen Dingen, mal gucken. Ist noch das Ende vom Palast. Wenn ich die Karte richtig deute, muss da drüben der Bergfried gewesen sein. Und hier geht es schlagartig nach unten. Ich vermute mal, hier haben sie dann noch die Steine rausgeholt für die Burg. Vorne könnt ihr vielleicht hinterm Grün noch mal die beiden Brückenpfeiler erkennen. Da. Wenn man jetzt weiter guckt, kann man auch so sehen, dass das hier wirklich teilweise unverfälscht ist. Da sind die Auflagen für die Balken für die nächste Etage. Da unten. An der Mauer kann man noch Zugänge oder Durchgänge oder was das auch immer war sehen. Und hier, bitte, na, Sandstein haben sie dafür genommen. Kein Wunder, dass das Ding kaputt geht. Okay, das hier ist die Verteidigungsbastion, wo ich jetzt drauf stehe. Ich muss sagen, genial gewählt. Denn wenn man runter guckt, da musste man erst raufklettern. Und wenn ich den Schild glauben darf, wird vermutet, dass hier mal die Stelle der Burg waren. Jetzt mache ich erst noch ein paar Minuten Pause. Dann marschiere ich zurück zum Auto. Sind auch 3-4 Kilometer, bis ich da bin. Dann schauen wir mal. Dann fahren wir vielleicht zur nächsten Ruine. Ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei Relaxed Urbex. Bleibt gesund, lasst ein Abo da. Also wisst Bescheid. Bis dann.